Jetzt aber jetzt, ich wette. Die Bahn hier oben. Den werden sie jetzt wahrscheinlich in die Richtung weiterbauen. Ja. Viel Spaß. Du willst den Berg einebnen und das dann so einfach hier fortführen. Berg einebnen kann ich. Dann kannst du mal helfen, kannst du ja schon mal anfangen hier. Kannst ja schon mal mithelfen. Ich mach unten bei meinem Zeug weiter, aber erstmal gucke ich Trailer weiter. Ich hab Ausreden. Bin allerdings schon nach der Hälfte. Dann ist auch klar, warum das so lange dauert. Ja, das ist das, was wir bei der E3 gesehen haben. Das ist schlecht. Complex for Bravery. Haben wir hier. Pixel Art. Retro-mäßig. Action RPG. Na. Boots Game. Ich guck mal ganz kurz. Ja. Aufnahme läuft noch, wir sind noch alle zu hören. Oh, Zombie. So. Oh. Oh, das ist sowas wie ein tatsächlich funktionierendes Totally Accurate Battle Simulator. Das ist cool. Drei in die Richtung. Es gibt einen Kartell-Tycoon. Ein was Tycoon? Ein Drogenkartell-Tycoon. Sehr schön. Nice. Ich weiß schon, wer das spielen wird. Ich nicht. Ich wahrscheinlich auch, aber auf der Gamescom. Du musst erstmal deinen Politik-Simulator spielen, da habe ich noch kein Video bei dir gesehen. Das kommt noch. Alter, man baut einfach ein Drogenimperium auf. Das ist ja fantastisch. Ich kenne so viele. Wenn es auf der Gamescom ist, will ich da von der Demo. Ist es? Ich will immer noch bei der Gamescom. Dann werde ich das wahrscheinlich spielen. Und ich sehe halt schon 100% die YouTuber, die das spielen werden. Monte? Ja. Ich glaube, er wird das ausprobieren. Monte. Monte als der. Er wird wahrscheinlich nichts davon verstehen und die ganze Zeit nur über Narcos oder sowas reden. Aber ich denke, er wird das machen. Monte als der Pater. Stell dir das mal vor. Montana Black als der Pater. Das ist ein. Und statt der Hand muss man ihm sein Rolex-Tattoo küssen. Ja, Potion Craft ist scheiße, das habe ich letztes Mal probiert. Kommst du fast schon wieder nicht herum? Generell, man sollte mal einfach mal Filme mit YouTubern stellen. Herr der Ringe. Herr der Ringe mit YouTubern. Herr der Ringe, aber jeder ist Gronkh. Ein Gronkh ist Gandalf. Nee, sehe ich ihn nicht. Ich würde ihn vermutlich als Frodo oder so besetzen. Nee, Frodo. Frodo wird von Frodo gespielt. Er macht doch gar keinen YouTuber, er ist doch jetzt Musiker. Tja. Und Olli von Flip Floyd ist Samwise Gamgee. Ja, da sehe ich ihn. Das ist definitiv. 100%, da sehe ich ihn. Samwise Gamgee. Und Le Floyd, das ist. Sehe ich als Gollum, ehrlich gesagt. Als Gollum. Aber voll. Und Bibi's Beauty Palace ist der. Ist Sauron. Nee. Das müsste irgendwer mit einem 2D-animierten Profilbild machen oder sowas. Hand of Blood ist Sauron.
würde ich eher als Hexenkönig sehen. So viel wie er wegbannt. Doofblatt. Ja, die blutige Hand, ne? Wäre sogar ein guter Fantasy-Name. Ach ja. Ich habe hier schon wieder geheult. Man sollte das wirklich mal deepfaken. Ich weiß, es gibt Programme, die das sehr gut können. Na dann, ran. Ran da, Mordi. Ich mach das nicht. Ich kenne mich da zu wenig aus und ich habe keinen Bock, meine Lebenszeit damit zu verschwenden. Aber ich kenne Leute, die das können. Na dann. Oh, das wird jetzt hier noch ewig dauern. Oh Gott, ach, das ist Kings Hand. Oh nein. Oh, das ist furchtbar. Das habe ich probiert, das ist nicht gut. Das ist nicht spaßig. Aber ich wusste nicht, dass es das Genre Mittelalter-Metal gibt. Bitte was? Ja. Was für Metal? Den Soundtrack würde ich hier als Mittelalter-Metal bezeichnen. Grüezi. Oh, der Prof ist da. Kommst du noch mit dazu, oder was? Ja, ich komme noch gleich mit rein. Dann kannst du dir Mordis Leuchtturm zu Ende bauen. Ja, ich habe ein Fundament gezogen und habe mich dann entschieden, mir in die Arena-Trailer anzugucken. Mordi ist nicht mit dabei. Der ist nur... Ich bin fast durch, also... Oh, Minecraft begrüßt mich direkt mit einer guten Nachricht. Aha. Minecraft bei mir blinkt einfach nur ganz groß Be Anti-Racist in der Ecke. Aha. Nice. Ameisenspiel, ja. Ich hab ja mein Fliegenspiel gespielt. Dieses der Plan hieß das, glaube ich. Wo du eine Fliege spielst und die dann Richtung. Da gibt's einen Test dazu auf meinem Kanal, soweit ich weiß. Wie oft musste man gegen die Scheibe fliegen? Und gar nicht, man hatte die Mission zum. Musstest du durch die Wildnis oben, durch die Luft durch und dann musstest du halt irgendwie ein Ziel. Eine Scheibe finden, gegen die du fliegen kannst. Du bist die ganze Zeit nach oben geflogen und irgendwie durch Winde musstest Winde entkommen und so weiter und bist oben an der Glühbirne verglüht am Ende. Das Ende des Spiels war es, dass du an der Glühbirne verbrannt bist. Klingt nach einer Pflege. Ehrlich gesagt. Okay. Kannst du mal gucken, ob du das auf Steam findest. Kannst du mal auf The Plan. Ich sehe einen Trailer, in dem gerade ein fetter Mann in einer Kutsche, die von zwei Männern gezogen wurde, im Comic-Stil verprügelt wurde. Marvun hat das Spiel betreten. Oh, das ist der falsche Account dann. Ah, ja. Der falsche Prof. Alter, das sieht super cool aus. Account Icericus. Prof, und falls du nichts zu tun hast, kannst du mir mal. Ich muss einen ganzen Berg abbauen. Kannst du mir mal ein bisschen helfen? Ich nicht unterschätzt. Du könntest mal dabei helfen, mir den Berg abzubauen. Mensch. Das war. Du siehst jetzt der Eingang. Das Eingangstor. Das Ding wird riesig. Vielleicht wird es noch ein bisschen versetzt, wird es noch ein bisschen kleiner, das Tor, aber. Es ist auf jeden Fall. Vielleicht wird es noch ein bisschen schmaler, aber es ist auf jeden Fall. Die Breite. Eieiei. Was genau baust du denn? Eine Kirche. Eine Kathedrale. Du kannst mal. Hier muss der Berg weg. Vielleicht gibt es einen Command, mit dem du das entfernen kannst, aber... Ich weiß nicht mehr, was ich alles installiert habe, also mal gucken. Aber nicht den ganzen Berg entfernen aus Versehen. Möglich wäre es. Auf dem Level einfach eine Schleife. Ich habe gerade geguckt, ich habe World Edit installiert. Vielleicht kannst du halt irgendwie hier auf dieser Ebene hier, wo ich da... einfach hier eine Schneise reinmachen. Einfach nur Schneise? Ne, alles auf diese Ebene. Ich brauche diese Ebene flach. Verstehst du, Prof? Will halt hier in die Richtung noch weiter schauen. Da müsst ihr jetzt die Bäume und die Berge und all das jetzt. The mountain to the beach. Das würde es einiges ersparen. Das kommt weg. Sonst wäre ich hier noch. Oben, das kommt weg. Und Modi ist jetzt ganz weg oder was? Nö. Hast du aufgehört, Trailer zu gucken?
Warum nicht? Ich habe interessante Dinge gefunden. Die meisten davon kannte ich schon, aber ich bin jetzt gerade bei Minute of Islands. Das habe ich schon gespielt. Das habe ich fertig. Ich auch. Ja, ich habe es noch nicht gekauft. Ich fand es ein interessantes Konzeptspiel. Ja. Das Ende fand ich ein bisschen schlecht. Das hat mir nicht zugefallen. Was war denn das Ende? Es ist halt nicht so ein Standardende, das ist es halt. Ich hätte halt gewünscht. Persönlich fand ich das mal eigentlich gut. Ich hätte halt noch mehr. Ich fand es eine gute Message, ganz ehrlich. Ich hätte mir noch ein Happy End gewünscht, dass er noch irgendwie es noch irgendwie schafft, dann. Ganz ehrlich, das war ein Happy End. Sie ist am Ende, der letzte Riese ist gestorben und alles ist, die Welt geht unter. Die Welt geht unter, alles ist tot, Ende. Das ist. Klingt nach Happy End, ehrlich gesagt. Klingt nicht nach Happy End. Die Riesen haben so oder so die ganze Zeit nur eine Übergangslösung am Laufen gehalten. Die dafür dienen sollte, dass die restlichen Menschen alle fliehen sollen, was sie getan haben, bis auf ihre Familie. Die waren ja diejenigen, die das Ganze am Laufen halten sollten. Sie haben im Endeffekt eigentlich nur die Maßnahmen für die Evakuierung am Laufen gehalten. Okay. Das war, wie ich es verstanden habe in der Geschichte, eigentlich so der Hauptpunkt. Alle anderen Menschen sind ja im Endeffekt einfach weg. Mein Wunsch wäre es halt noch für sie gewesen, dass es geschafft hätte. Das ist halt irgendwie. Ja gut, es wäre auch wieder nur eine Übergangslösung. Das wäre wahrscheinlich dann in einem halben Jahr direkt genau so nochmal passiert. Dann in immer kürzeren Abständen, bis so oder so dann einer von den Brüdern gestorben wäre. /+2. Und mach mal den Wert weg. Set 0. Flop. Ja, fast. Hier brauche ich noch eine Reihe, Prof. Hier brauche ich noch eine Reihe. Mehr? Eine Reihe hier links hier. Da muss hier auch noch einer dazu. Ah ja. Aber da muss hier das Ding jetzt hier. Am besten noch 3-4 rein, weil da muss dann hier. Ich mach einfach den Berg flach. Ja. Mach einfach den Berg flach, weil so sieht das aus, als wäre. Weißt du, Gronkh hat das. Gronkh macht das so umfangreich mit. Macht er so. 30 Parts. Mach mal kurz. 30 Parts einfach mal eben. Oh, 5 Creeper. Oh, hallo Monster. Hey, 5 Creeper. Gronkh trägt 30 Parts lang den Berg ab. Das ist. Prof macht Schnips mit einem Thanos-Handschuh. Nee, mit einer Holzaxt. Mit einer Holzaxt. Thanos ist ein Witz. Prof macht das mit der. Ich mach das mit der Holzaxt, genau. Theoretisch könnte ich sogar das Item ändern. Was ist noch lächerlicher als die Holzaxt? Erdblock. Ein Item, was ich nicht verwenden muss, was das noch lächerlicher ist. Tschüss, Schaf. Ein Stück Wolle. Stück Fleisch. Ach komm, jetzt hab ich auch noch Bock auf ein bisschen Spaß. Wenn schon, denn schon. Auf geht's, wo ist der lustige Minecraft-Klient? Da ist der lustige Minecraft-Klient. Was ist jetzt passiert? Ich bin kurz geleftet, um einen anderen Minecraft-Klienten zu laden. Aha. Den lustigen. Sagen wir so, er hat den wunderschönen Namen Wurst. Ha. Es ist also ein lustiger. Ja! Jetzt bin ich alleine auf dem Server oder was? Nein, ich bin immer noch anwesend. Bloß nicht geistig. Ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Bin ich der Einzige, der seriös hier, der hier wirklich was baut. Der wirklich was ernsthaft baut. Ich habe mir gerade ein Zelda-Spiel mit dem Tod als Hauptcharakter angesehen, also ich bin zufrieden. Mhm. Okay, das
kam doch auch letztens erst raus. Joining okay. World. Okay. Verstehe. Ich sag's ja nur Onion Mordi, aber du stehst da ganz schlecht. Schon unterwegs. So wie dazu. Schon unterwegs, sagt er und springt von der Kante. Wie gesagt, das war der Plan. Wie komme ich da sonst schnell weg? Rechts rum. Wäre doch langweilig, ich hatte eh nur noch einen da. Aber deine Items. Ich brauche mehr Gemantenstein. Da sind sogar enchantete Sachen drin. Oh, und ich habe einen Follower. Was im Chat? Willkommen, Luna, was hier. Willkommen, Egnor, im Community. La, 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 ja, Luna, la, was hier. La, 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 la. Das ist sehr viel ja, lustiger. Hui, ich liebe den Yuka. Wir spielen Minecraft. Offensichtlich. Oh, hey, ich hatte eine verzauberte Rüstung an, wie es aussieht. Und ich brauche einen Stein. Da ist neuer Stein. Ich sollte stoppen, bevor ich die Kathedrale aus Versehen gleich mit abreiße. Nein. Ist egal. Die ist eh noch nicht fertig. Das wäre schlimm. Hätte man das beim Kölner Dom gesagt, hätte das ja noch länger gedauert. Ich habe da jetzt gerade fast 3 Stunden gebraucht. Für den Mist hier. Stimmt. Vergesst immer, wie spät wir es schon haben. Ja. Das wackelt jetzt gerade hier ein bisschen. Oh, ganz einfach, ich entferne hier sehr manuell ganz viele Blöcke. Bei mir ruckelt es ziemlich gerade. Sagen wir mal so, mein Klient behauptet, er würde gerade, wie viele Blöcke waren es? Keine Ahnung, aber viele auf einmal ich zerstören. Stein. Und was habe ich ausgeschaltet? Oh, Fast Break and Fast Place. Oh, da steht ein Modi. Ja, ich guck und mir gerade. Bergeslach. Ich guck mir gerade ein Open World Permadeath Action RPG an. Hm. Was ein Open World? Was für ein Ding? Oh, ich habe vor kurzem so einen wunderschönen Trailer gesehen. Kennst du das Spiel Mankind? Ich gebe keinen Fick auf das Spiel selbst, aber den Trailer fand ich einfach nur gut, wie sie sich alle auf dem Mond prügeln, darum wer als erstes die Flagge reinsteckt. Ach, den Trailer? Ja, ich fand den so geil. Ja. Der war super, den hab ich durchlaufen lassen. Das ist eine normale Mondlandung bis zu dem Punkt, wo Neil Armstrong gerade die Flagge reinsteckt will und plötzlich steht jemand, ein anderer Astronaut vor ihm mit der brasilianischen Flagge. Tja. Und dann prügeln sie sich erstmal darum, wer als erstes die Flagge in den Mond rammen darf. Und dann kommt plötzlich, dann rumpelt's plötzlich und dann kommt um die Ecke eine fucking Armee von so ziemlich sämtlichen Nationen, jeweils ein Astronaut mit Flagge. Ich dachte, die Mondlandung war nur gefälscht. Ich find dieses Konzept halt so wunderbar hirnverbrannt. Ach ja, der Berg ist jetzt flach. Das Spiel soll aber tatsächlich auch gar nicht so schlecht sein. Gehe ich mit dem Brush noch drüber oder lasse ich es als Tafelberg? Nenne nur jetzt den Tafelberg. Ich bin noch am überlegen, ob ich ihn wenigstens noch begrüne. Ja, man könnte halt dort, wo die Kirche da nicht steht, können wir nur Berge hinbauen. Kann man den tatsächlich nicht. Ich möchte anmerken, ein Spieler hat es geschafft, seinen Trailer entweder auf YouTube bannen zu lassen oder auf privat zu stellen. Habe ich auch mitbekommen. Das gab's aber bei der ersten Gamescom auch schon. Nicht bei der ersten Gamescom, sondern bei der letzten Gamescom. Ich glaube, es war dasselbe Spiel. Da gibt es, glaube ich, bei mehreren Spielen, wo halt einfach an den Ständen auch nichts lief. Es gab auch verschiedene Stände, die an denen wirklich nichts liefern. Grandiose Leistung.
Okay, Dorfromantik kennt man. Ja, hübsches kleines Spiel, habe ich mir auch mal geholt. Wollte ich mal, wenn es irgendwann reduziert ist. Boah, Stein. Ist so ein schönes Spiel, so, ich habe Stein. So ein hübscher kleiner Zeitverschwender. Ja. Slash Replace. Was war's? Zero. Warte, 5 war Holz. Fuck. Jetzt, oh, mein Gedächtnis. Ich werd alt. Tja. Grass. Block. Oder was passiert denn dort? Ups, das war der falsche Block. Ja, und jetzt haben wir eine Platte. Slash. Wow. Undo. Ja, das sieht jetzt ganz unnatürlich aus. Weil der Rest vom Berg schon nicht unnatürlich aussieht. So. Man hätte es natürlich machen können. Es gibt Tafelberge. So. Prof, wir haben vorhin geraten, wie viele Kühe bei dir dort unten im Kuhgehege drin sind. Ja. Hast du eine Ahnung, wie viele da drin sind? Alle. Ich war bei 370. Ich guck mal, ob ich's mit dem Screen rausfinden kann. Entity Count. Es werden irgendwas um die 130 sein. Mhm. Wenn ich die paar anderen Mobs, die ich jetzt noch durch den Tracer sehe, abziehe. Aha. Und die Hühner, die vielleicht doch noch irgendwie in die Sicht geraten sind. So, so, und wieso eine Kirche? Weil ich darauf Bock hatte, eine Kirche zu bauen. Hey. So, so. Nein, Prof. Lass mal zurückliegen. Scheiße, ich hab was ist das für ein Charakterdesign? Müsst ihr noch beim Gamescom gucken. Ja, ich schick das mal ganz kurz in die Big Pictures rein. Ich habe glaube ich selten so ein. Ich weiß nicht ganz, was es ist, aber es ist. Das ist bestimmt Character Design. Bitte ich den Screenshot hier. Der Prof schon wieder am Stöhnen. Was hast du da? Für was dieses was genau passiert in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Es sieht man baut Sachen. Roy. Hm. Soweit ich gesehen habe, ist es isometrischer Shooter. Und das ist anscheinend der große Antagonist. Es ist halt ein Typ, der lächelt, einen Eimer auf dem Kopf hat, einen Morgenstern als Hand. Ein scheiß Schädel-Tag. Okay. In nieten Lederhosen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, ich glaube, ich habe das Zwergenspiel gefunden. Aha. Nein, wirklich. Ich glaube, du spielst hier eine Armee von Zwergen. Das sieht nach Herr der Ringe aus. Ja. Ist das, was ich vorhin meinte? Jo. Es ist halt das für mich geschaffene Spiel. Das ja. Ist einfach. Da sehe ich mich. Da siehst du mich, meinst du? Wenn es Multiplayer ist, du weißt Bescheid. Es gibt auch Zombies. Es sah eher aus wie Geister, ehrlich gesagt. Oder irgendwas dazwischen.
Das sieht ja richtig. Das muss ich spielen. Ich hoffe, es gibt eine Demo davon. Ich auch. Gibt es eine Demo davon? Hast du das schon herausgefunden? Ich finde es immer noch schön, dass die Demo so langsam auch wieder zurückkommt. Ja. Auf der, also in der Indie-Arena gibt es ja von den meisten Demos. Die ist stark ausgestorben gewesen. Das nächste Video, was hier verfügbar ist, nice. Weißt du, ob es davon eine Demo gibt auf der... Steht noch nichts da. Bei keinem. Das würde ich unheimlich gerne spielen, nur auf der... Das wäre mein Ding, das würde ich ganz gerne. Ich halt auch, da habe ich... Haben wir schon mal ein Highlight. Ja. Und das ist halt einfach auch grafisch, ist das halt einfach... Grafisch ist so einfach das Highlight. Grafisch sieht das richtig geil aus. Sieht nicht nach Indie-Game aus. Das sieht aus, wie Skyrim ausgesehen haben sollte. Dafür, dass es ein Indie-Game ist, Modi, finde ich das schon echt der Hammer. Das sagt mittlerweile gar nichts mehr aus. Es gibt mittlerweile auch super viele ehemals große Namen von den Entwicklern, die einfach gesagt haben, jo, wir machen jetzt unser eigenes Ding. So. Zum Beispiel die zwei, die hauptverantwortlich für Elder Scrolls Arena und Daggerfall waren, die haben auch gesagt, wisst ihr was, wir haben jetzt so eine kleine Firma gegründet, Kickstarter ist erfolgreich gewesen, wir machen jetzt das größte Open World RPG, das es jemals gegeben hat. Hm. Und es sieht halt auch noch aus, als hätten die wirklich Potenzial von dem, was ich bisher gesehen habe. Naja, mal sehen. Ich hab schon gesagt, entweder es wird das nächste Cyberpunk oder es wird halt echt geil. Es wird das nächste Cyberpunk oder das nächste No Man's Sky. Oh, ich hab einen Baum gefunden. Ich wollte so jetzt nicht sagen, die posten ihr konstantes Zeug. Und zumindest, was bisher ist, scheint schon relativ gut dabei zu sein. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe Serpis komplette Ausstattung entfernt. Ja. Das ist nicht... Ah, cool, ich bin irgendwo im Boden. Huhn, geh weg. Ich weiß nicht, ich habe auch die Kirche auf seinem Grundstück gebaut. Auf sehr dieses Grundstück, das ist einfach. Ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Das ist halt einfach. So, mir ist der Stein alle gegangen. Jetzt würde ich es wissen, kann ich nur die Kiste mit seinem Kram, kann ich die einzeln wiederherstellen jetzt mit dem Lookup-Tool. Jetzt, das klingt nach einer interessanten. Oh nein, mach's bitte nicht, weil sonst hast du den Berg noch in der. Erst gleich den Berg im. Ja. Alles funktioniert mit anderen Systemen. Sprich, ich kann auch zurücksetzen von Sachen, die ich mit dem Software mache. Kann die ich Küche ist, zurücksetzen. Sonst bist du, ist die Küche und ich bin gleich im Berg drin. slash CO. Mach keine Dummheiten. Ich bin hier gerade an der Stelle, wo vorher noch Berg war. Viel Berg. User. Icericus. Include. So, ich brauche mehr Stein. Ich muss jetzt erstmal Stein holen. Radius. Obwohl, ich muss mir erstmal eine Spitzhacke machen, kann ich mir hiervon was nehmen. 100. Oh ja, meine Werkbank ist auch verschwunden. 15 Minutes. Mach das nicht. Modified Zero Blocks. Was ist gerade passiert? Der Server sagt mir, er habe null Blöcke bearbeitet. Aha. Ok.
okay, nee, das wird nichts. In diesem großen Loch. Ja, das war da unten drunter. Oh, es kommt ein neuer Parkaufbau-Simulation-Ding. Oh, der 324. Ja, und er sieht in jeder Hinsicht schlechter aus als Planet Coaster. Tja. Also in wirklich jeder Hinsicht. So wie die anderen 323. Ja. Kann man nichts machen. Planet Coaster hat er noch Maßstäbe gesetzt. Ist trotzdem ein Spiel, was mich nicht wirklich interessiert. Oh, ich spiel's ab und zu. Ich baue immer noch weiter im Park. Oh, und ich glaube, ich habe das nächste Zwergespiel gefunden. Hm, das gab's aber, glaube ich, schon letztes Jahr. Das eine.